eine weitere Woche Liveaboard und damit eine weitere Woche auf dem Roten Meer ist vorbei. Zwei weitere wirklich gute Tauchgänge liegen hinter uns. Und auch wenn der Spot Sharp El Erg, auch Dolphin House genannt wird, getroffen haben wir zum Abschluss leider keine mehr. Und dabei haben die mir hier vor 2 Jahren fast auf den Kopf gekackt. Die Contessa liegt jetzt wieder in der New Marina von Hogada. Jetzt sind die meisten Boxen bereits geleert, das Equipment ist gewaschen und trocknet in der Sonne. Die meisten verlassen morgen früh, wie üblich, das Schiff dann on point für ihren Rückflug nach Hause. Ich selber habe ja aufgrund der Kurzfristigkeit der Planung leider keinen passenden mehr gefunden und werde daher, so wie auch die letzten Male, noch ein paar Tage überbrücken. Das mache ich natürlich nicht in Hogada selber. Ich hatte zwar kurz überlegt, mir den ganzen Fahrstress zu sparen, aber die Auswahl an Hotels zu meinen Kriterien ist dann doch eher relativ gering. Und wie man weiß, sollte man in Ägypten auch unter der Top-Auswahl nicht gerade das günstigste davon nehmen, wie mein Ankunftsabend mir dann doch wieder gezeigt hat. Also, tiefer in die Tasche greifen ist die Devise. Und selbst da gab es dann wirklich nur noch eine Handvoll verfügbarer Optionen. Eine Hand ist gut gesagt, halt eher so 2 bis 3 Finger. Also bin ich jetzt zum zweiten Mal in Makadi Bay. Entschieden habe ich mich letztlich für das Makadi Spa. Das kannte ich nicht, aber es ist Adults Only und hat auf Booking.com mit die höchste Gästebewertung unter meinen Filtern. Auch bin ich ja nicht ganz dumm und habe daher schon im Vorfeld diverse Facebook-Gruppen gestalkt, mir das Publikum und den Stil der Hotels angeschaut. Und deshalb sind auch 2 Hotels aus der Vorauswahl direkt wieder rausgeflogen. Tolle Animation und Entertainment. You're fired. Kein privater und daher überfüllter Strand. Und jede Menge Handtücher auf leeren Liegen am Pool. You're fired. Bilder vom Essen nicht ansprechend und Gäste in Flipflops im Restaurant. You're fired. Also machte dieses Hotel zumindest einen guten ersten Eindruck. Und ob dies da die Realität wiedergibt, das werde ich jetzt herausfinden. Also, die in sich geschlossene Anlage liegt innerhalb eines Komplexes von 5 Hotels der Red Sea Hotels Gruppe. Obwohl von der Architektur her recht kompakt und smart gebaut, ist die Anlage wesentlich größer, als es auf Google Maps zuerst aussah. Und man muss sich erstmal alle Laufwege hier erkunden. Es gibt gefühlte 1000 Restaurants und Bars. Und als Gast des Spa darf man alle Annehmlichkeiten auch der anderen Hotels nutzen. Diese aber nicht die des Spa. VIP-Status quasi. Für mich eigentlich viel zu viel. Definitiv mehr Masse als Klasse, wie zuletzt im Steigenberger. Das war überschaubar, aber dafür klar auf die Qualität an sich fokussiert. Das soll natürlich nicht heißen, dass dies hier nicht qualitativ ist. Sicher ist der Standard etwas niedriger als im Steigenberger, dafür kostete es aber auch wesentlich weniger. Für ein Zimmer für ca. 150 Euro die Nacht kann man absolut nicht meckern. Ich würde sagen, unter den 5 Fünf-Sterne-Hotels, die ich hier bislang kenne, irgendwo einzuordnen über dem Tropitel und unter dem Steigenberger. Und natürlich definitiv besser als Prima Life oder Sunrise Holidays. Der Hauptpool ist echt ganz schön fancy. Der Infinity Pool zum privaten Strand hin ebenfalls. Meine Suite ist auch schön. Und ebenfalls der Ausblick von der Veranda ist nicht der schlechteste. Und wenn wir eins wissen, Sonnenaufgänge über dem Meer, das können die hier in Ägypten wirklich zur Perfektion. Das heißt, ich mache da mal wieder 3 Tage den Gönjamin, bevor es nach Hause geht. Nun aber zum Fazit der diesmaligen Tour. Die Sea Serpent Flotte ist einer der ältesten und etabliertesten Anbieter für Tauchsafaris im Roten Meer. Und diese Erfahrung merkt man. So war die Contessa bislang das durchdachteste Boot, was sich natürlich in der Anordnung an Deck bis hinunter zur Anordnung der Schränke in der Kabine widerspiegelt. Sicherheit an Bord wird sehr groß geschrieben. So gab es nicht nur eine Feueralarmübung, auch ein INOS-System, um verlorene Taucher per GPS zu orten, ist mit an Bord. Sehr nette Crew, sehr guter Service und unterhaltsame und visuell sehr ansprechende Briefings. Karim macht da wirklich einen sehr guten Job. Wirklich jeden Abend einen Night Dive ist schon geil. So kommen wir auf 4 Dives pro Tag. Das machen andere Companies nicht zwingend. Was mich aber dann auch zu den Negativpunkten führt. Durch die Night Dives gibt es Dinner oft erst um 21:45, 22 Uhr. Mir persönlich viel zu spät. Wann soll ich denn schlafen? Warum nicht den Nachmittagssnack skippen? Dinner um 18:30, Briefing 19:30 und dann um 20 Uhr rein, wenn es dunkel ist. Da bleibt doch noch genügend Zeit zwischen Abendessen und Tauchen. Ebenfalls fand ich den Informationsfluss recht dürftig. So gab es zum Beispiel kein Next-Day-Briefing beim Dinner, so wie ich es gewohnt bin. Infos zu angefahrenen Spots, Route und aktuellen Änderungen musste ich täglich aktiv erfragen. Ein Guide an Bord für 11 Personen ist definitiv zu wenig. Vor allem, wenn Gäste mit katastrophalem Tauchverhalten in der Gruppe sind. Ich bin wirklich fassungslos, dass manche Leute AOWD präventiert sind, die eigentlich auf totalem Anfängerlevel tauchen und eigentlich erst nochmal den absoluten Basiskurs absolvieren müssten. Und ihr habt ja gemerkt, die Videos diesmal sind rein auf das Tauchen fokussiert. Denn drumherum gibt es nicht so viel zu erzählen. Aber man kann ja nicht immer so eine geile Truppe an Bord haben wie beim letzten Mal. Für eine Tour, die mit Wracks beworben wurde, waren es mir persönlich zu wenig wirklich betauchbare Wracks. Und
gutes Rental-Equipment. Leider mit das abgenutzteste, was ich bislang hatte. Auch fehlen mir an einem solchen Standard-Jacket einfach immer D-Ringe, um all mein Equipment korrekt zu befestigen. So baumelt mir unter Wasser immer noch viel zu viel herum, um wirklich effizient dicht über dem Boden oder Riff terrieren zu können. Also mir reicht's, ich hab die Schnauze voll. Nach dem kommenden Side-Mount-Kurs wird dann doch endlich mal das eigene Harness angeschafft. Habt doch schon was im Auge. Und den Regler kaufe ich einfach direkt mit. Also Freunde, das war's aus Ägypten Teil 3. Sicher nicht das letzte Mal. Ich bin raus.